Fehlerkontrolle scheint es beim ZDF überhaupt nicht mehr zu geben. Der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt. Mit Privilegien ausgestattet, die bei uns in Deutschland nur noch Finanzbehörden haben. Für dieses Privileg steht im Medienstaatsvertrag, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ein Programm anbieten müssen, was ausgewogen und überparteilich ist. Und davon kann ja nun wirklich nicht die Rede sein. Und dafür steht natürlich auch Jan Böhmermann. Rekordgehälter, Ruhegelder, Luxusrenten, schicke Büros und das alles von Gebührengeldern. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht in der Kritik wie nie, sieht sich selbst in seiner größten Krise und bietet fürs viele Geld über 8 Milliarden Euro pro Jahr an Gebühren nur wenig originelles Programm, so der Vorwurf. Selbst ZDF-Star Jan Böhmermann sagte in seiner eigenen Sendung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist scheiße. Nichtsdestotrotz wird dieser Rundfunk dafür mit Preisen für Qualitätsfernsehen überhäuft. Den renommierten Grimme-Preis bekamen in diesem Jahr nur 3 Privatsenderproduktionen, aber 13 Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen. Unter anderem das, Achtung, ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Passt irgendwie nicht zusammen, mein Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer. Herr Fleischhauer, Jan und Jan, eigentlich stehen Sie mit Ihrer Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen doch auf derselben Seite. Ja, ich bin ja auch ein Riesenfan natürlich von Jan Böhmermann. Das Problem bei Böhmermann ist nicht, dass es Böhmermann gibt, sondern dass es auf der anderen Seite gar nichts gibt. Also es gibt halt nur linkes Kabarett und linke Satire-Sendungen. Es gibt auch nur linke Politik-Sendungen. Jetzt beim NDR haben sie ein Gegengewicht zu Jan Böhmermann geschaffen. Das heißt jetzt Reschke-Fernsehen. Das ist jetzt der Streit. Wer ist noch linker als das Original, ne? Ja, warum glauben Sie, ist das so? Warum gibt es nicht ein ZDF-Magazin Original mit Gerd Löwenthal, so wie früher? Jan Böhmermann macht ja nur die Fortsetzung, aber eben auf der anderen Seite. Ja, also es ist mir auch ein Rätsel, zumal die Zuschauer ja das verlangen. Also aus allen Befragungen wissen wir, dass natürlich genau diese Einseitigkeit gerade in der Politikberichterstattung den Leuten wahnsinnig auf den Senkel geht. Es ist ehrlich gesagt auch ein klarer Verstoß des Medienstaatsvertrages. Also, Sie haben das ja angesprochen, 8 Milliarden, also der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt, mit Privilegien ausgestattet, die bei uns in Deutschland nur noch Finanzbehörden haben. Also wenn Sie, sagen wir mal, Ihre Müllgebühren nicht zahlen wollen oder Abwassergebühren, dann geht das in dem Augenblick, wo Sie also kein Haus mehr haben, müssen Sie sich abmelden. Das geht beim Fernsehen ja nicht. Also selbst wenn Sie nachweisen können, Sie haben niemals ARD und ZDF gesehen und alle Rundfunkgeräte sind aus Ihrem Haushalt verbannt, trotzdem direkter Zugriff auf Ihr Konto. Das, wie gesagt, hat nur noch die Steuerbehörde. Und für dieses Privileg steht im Medienstaatsvertrag, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ein Programm anbieten müssen, was ausgewogen und überparteilich ist. Und davon kann ja nun wirklich nicht die Rede sein. Und dafür steht natürlich auch Jan Böhmermann. Ja, gleichzeitig hat er aber Millionen von Zuschauern. Sie werfen ihm moralische Überheblichkeit vor, aber sind es nicht die wenigen, so wie Sie, die dann den vielen eigentlich sagen, was Qualität ist und was gut ist und was sie schauen sollen? Sie meinen, dass ich den vielen sagen, was Qualität ist? Also sagen wir mal, da wachsen jetzt auch die Bäume nicht in den Himmel. Also so doll ist es mit der Quote von Jan Böhmermann auch nicht. Ja? Also der hat eine riesen Followerschaft in deutschen Medien und vor allem deutschen Feuilletons. Ja? Die tragen den ja regelmäßig auf Händen. Und wie gesagt, Sie haben das angesprochen, da in diesem Grimme-Institut, ja, das dann einmal im Jahr die Grimme-Preise vergibt. Ne? Nur Fans, ja, die ganze Jury vollgepackt mit Böhmermann-Fans. Aber wenn man so ein bisschen raustritt, gibt auch eine Reihe von Leuten, die das Programm fragwürdig finden, zumal ja laufend Fehler passieren. Und also Fehlerkontrolle scheint es beim ZDF überhaupt nicht mehr zu geben. Sie haben es angesprochen, die Jury, die Rolle der Presse ist da ja ganz interessant. In der Grimme-Jury sitzen ja keine Mitarbeiter von ARD und ZDF, die sich selbst die Preise geben, sondern neben Medien, Wissenschaftlern und Studenten, vor allem Journalisten vom Spiegel, von der Süddeutschen, der Taz oder der Zeit. Also eher, sagen wir, linke Presseelite, die dann sagt, was Fernsehqualität ist und was nicht. Die vermeintliche politische Einseitigkeit der Öffentlich-Rechtlichen damit ja befördert. Also ich habe mir, da ich mich mit Jan Böhmermann ja näher beschäftigt habe, unter anderem an einer Kolumne im Fokus, habe ich mir mal diese Jury mal angeguckt, die ihn jetzt zum 8. Mal, glaube ich, prämiert hat. Ne? Also ist der höchste. 6. Mal.
Ja, oder sechstes Mal, also jedenfalls erst der höchst dekorierte Spaßmacher und Moderator des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und da sah ich natürlich lauter bekannte Gesichter in dieser Jury, die ich also entweder aus der Zeit oder aus dem Spiegel kannte. Und alle Leute natürlich, die jeden Abend mit einem Stoßgebet, dass der Herrgott seine Hand über Rot-Grün halten möge, ja, den Tag beenden. So, dass dann natürlich solche Leute wie Böhmermann prämiert werden, muss man sich nicht wundern. Von den drei Preisen für Privatsender im vergangenen Jahr waren es auch nur zwei. Gingen in diesem Jahr zwei an Netflix-Produktionen, also nicht an RTL oder Sat1 oder Servus TV. Sind die privaten Fernsehsender vielleicht auch einfach nicht gut genug? Brauchen wir deshalb ARD und ZDF weiterhin und nicht nur für Information? Ich bin ja überhaupt nicht dafür, ARD und ZDF abzuschaffen. Die erste Frage ist nur, erstens muss es so teuer sein, ja? Also die BBC, die ja nun ein, wie wir wissen, auch weltweit gesehenes Programm anbietet, das dann übrigens auch weltweit konkurrenzfähig ist, ja, kommt mit der Hälfte des Geldes aus. Und zwar gerechnet, das ist ja immer die entscheidende Größe auf die Zahl der Gebührenzahler, besonders Bewohner des Landes. Ja. Also müssen es wirklich 8 oder sind ja im Ernst sogar 10 Milliarden. Und wenn man die Werbegelder drauf legt, noch ein bisschen mehr, muss es das sein? Das ist die erste Frage. Und zweitens, und das ist ja meine zentrale Kritik, eben ein Programm anbieten, das den Programmauftrag, nämlich das größere politische Spektrum in Deutschland abzubilden, auch gerecht wird. Und das schafft keines dieser ganzen Senderanstalten. Also es ist ja wirklich ein Witz. Also wie gesagt, es gibt immer, die Antwort auf ein linkes Programm ist dann noch ein linkeres Programm. Ja, einerseits hält man ARD und ZDF politische Einseitigkeit vor heute. Früher hat man sich über politische Proporzberichterstattung beschwert, Wahlberichterstattung, Berichte über Bundestagsdebatten, Elefantenrunden sind ja so langatmig, weil die Haltung jeder Partei darin vorkommen muss. Man kann ja eine Satire natürlich auch nicht jetzt überparteilich anlegen. Und ein Politmagazin soll einen gewissen Biss haben, ja. Und insofern, Georg Restle soll es ruhig geben. Nur es braucht halt den Georg Restle von der anderen Seite. Und es soll auch Jan Böhmermann geben. Aber dann braucht es auch mal den Jan Böhmermann von der anderen Seite. Und den einzigen, den sie da ins Schaufenster stellen können, der eine andere Meinung vertritt, erkennbar, ist der arme Dieter Nuhr. Ja? Auf dessen Schultern ruht jetzt sozusagen die gesamte Ausgewogenheit. Letztlich alles, was rechts von der SPD ist, ist dann ja schon zu rechts. Okay, wenn wir mal einen Strich drunter machen, Herr Fleischhauer, sagen wir mal, der Beitrag würde um 1 Euro sinken. Das ist ja kein großer Gewinn jetzt für die Zuschauer. Gleichzeitig wäre es ein Einschnitt schon bei ARD und ZDF. Es müsste ja eigentlich eine größere Reform her. Wie, nach Ihrer Vorstellung, soll das öffentlich-rechtliche System in Deutschland in Zukunft aussehen? Also die erste Frage ist natürlich, brauchen wir zwei jetzt noch, also ARD und ZDF. Es gibt ja Überlegungen des Zusammenlegung. Ich glaube sogar der Tom Buch hat das neulich mal geäußert. Gleich entsetzten Schreier natürlich, vor allem beim ZDF. Brauchen wir auch so viele Sendeanstalten, also jedes Ländlein, also wie Bremen, ja, also nichts gegen die Bremer, tolle Stadt, nur brauchst du den eigenen Radio Brandenburg, was ja immer nicht nur heißt, also ein eigenes Programm, sondern natürlich auch eine ganz eigene Verwaltung. Ja, also das ist ja das Hauptproblem, wenn man sich mal anguckt, wo das ganze Gebührengeld jetzt hingeht, das fließt ja gar nicht mehr ins Programm. Das fließt entweder in die Pensionszusagen, die man gegeben hat, oder in den Verwaltungsapparat, so der kleinere Teil noch ins Programm. Und dann von dem kleinen Teil, der ins Programm fließt, so und da sind wir, finde ich, auch bei einem Posten, wo man radikal sparen könnte, geht ein Großteil an Sportrechte, und zwar für Mafia-Organisationen wie das IOC, ja, und die FIFA. Also, und ich finde übrigens auch, also wenn man einen Medienstaatsvertrag unterschreibt und sagt, wir wollen also Demokratie fördern, kann man Mafia-Organisationen eigentlich nicht unterstützen. Also Schluss mit Olympia-Berichterstattung und Weltmeisterschaften, jedenfalls solange die FIFA den die Hand drauf hält. Klare Worte, Herr Fleischhauer, vielen Dank. Wurden Sie abgezockt oder reingelegt? Das ist also eine Verzehnfachung. Das kann nicht wahr sein. Jetzt melden. Unsere Reporter kümmern sich um Ihren Fall. Vielen Dank. Bild kämpft für Sie.